Leute, ich hoffe, euch hat mein erstes kleines Video gefallen. Danke nochmal an Fabi für die coolen Aufnahmen. Und ja, kommen wir mal zu mir. Ich bin Elias, ich bin 20 Jahre alt, wohne in Berlin und bin E-Sportler für Hertha BSC seit August 2018 und ich bin bei der Agentur unter Vertrag Stark E-Sports. Der habe ich das alles überhaupt zu verdanken. Danke dafür. Und ja, ich bin ziemlich neu in der Szene. Deswegen hatte ich auch noch nicht so viele Erfolge wie andere, die schon mehrere deutsche Titel haben oder die schon sich mehrmals für die FIFA-WM qualifiziert haben oder sonstiges. Ich bin da noch nicht so weit, aber ich hoffe, ich komme dorthin. Und ja, meine größten Erfolge waren eigentlich derzeit nur die Qualifikation für den FUT Champions Cup in Barcelona. Das war ja damals irgendwie so, die besten 64 aus dem Monat November qualifizieren sich dafür und dann war ich halt da und das war die Eintrittskarte eigentlich auch in den E-Sport. Dadurch wurde ich entdeckt und dann hat sich das alles so ergeben. Sonst komme ich eigentlich regelmäßig in die Top 100, wenn ich die Weekend League zu Ende spiele. Monatlich sowie auch in der Woche. Mal ist so ein Elite 1 auch mal dabei, aber eigentlich nicht so oft. Das sind so meine größten Erfolge. Ich hoffe, ich komme jetzt natürlich weiter in diesem Jahr. Ich mache das jetzt Vollzeit. Ich bin fertig mit meiner Schule, habe mein Abitur in der Tasche und ja, mal gucken, wie weit ich damit komme in FIFA. Auf meinem Channel werdet ihr hauptsächlich FIFA 19 Videos sehen. Sachen wie Weekend League Highlights oder Pack Openings, Player Reviews, aber auch Challenges gegen andere E-Sportler oder wirkliche Fußballprofis, natürlich mit Bestrafung. Da lasse ich mir noch was einfallen oder ihr könnt abstimmen. Und ja, ich bin ziemlich neu in der kompletten Szene. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich verlinke unten auch meine Social Media Kanäle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut und mich unterstützen würdet. Das war es eigentlich schon von mir. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut da rein.